Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Ja, ich habe in der letzten Folge schon mal das Video angemacht, deswegen sind wir jetzt schon hier. Ja, wir sind auf dem Tanker und gucken uns jetzt das Videoband von Mia an, beziehungsweise das, was Evie uns da... Evelyn da hingepflanzt hat. Was haben wir dann? Wir haben ein Messer, wir haben das nette Teil, wir haben die Gewebeprobe von Evelyn und wir haben das Überlebensmesser. Super Sache, aber endlich sind wir bewaffnet. Oh Gott, endlich sind wir bewaffnet. Was haben wir in der Truhe? Nichts. Maschinengewehr? Jawohl. Gib mir. So, dann machen wir weiter. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Drooney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein großes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zu sicherer Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn und Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Goodie, goodie. Egal, ich hab ne Knarre. Endlich habe ich ne Knarre. Meine Güte. Mit mehr als einem Schuss, das ist schon mal gut. Gibt's hier noch irgendwas? Immer schon mal rumgucken. Alan? Nee, dir geht's nicht gut. Okay. Will ich denn da schon hingehen? Nö. Ich habe ja noch andere Türen, die ich mir angucken kann, liebe Leute. Da will ich jetzt noch nicht zu Evelyn. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Okay, draußen regnet's. Großen Raum will ich nur nicht. Ich mache es mal die kleine Runde außenrum. Was haben wir hier? Okay, ich muss hier was einstecken. Okay. Wäre die hier drin gewesen? Ah. Ja, dann will ich aber noch wissen, was auf der anderen Seite ist. Und dann will ich wissen, was in dem großen Raum ist. Okay. Das Offensichtliche machen wir jetzt einfach mal nicht, ne? Na, guck mal. Hier, ne? Hier, Teppichboden. Der Teppichboden in dem Schiff ist auch nicht so der Bringer, würde ich jetzt mal sagen. Aufzug. Ich sollte mich erst auf diesem Deck umschauen. Okay. Okay. Mach
mach nicht immer den Codex rein. Ich will. Crowd, okay. Was haben wir hier? F. Was warst du denn jetzt? Ach, hier brauche ich auch noch was. Ach, das sind jetzt Türen, da brauche ich so eine komische Schneidbrenner oder irgendwas. Also, okay. Okay, dann ist Evelyn aber in dem. Warte mal, ich könnte doch jetzt die. Ne, das sind ja bloß. Ja, Pillen. Das bringt mir jetzt gerade gar nicht. Target acquired? Ja, gut, dann. Was ist denn da? Irgendein Haar, meine Güte. So, dann wollen wir doch mal hier durchgehen, ne? Mehr Munition. Ich kann da durchkrabbeln. So. Ich will da noch nicht durchkrabbeln. Da schlonzt doch was rum, oder? Na, kleinen Moment. So, ist deutlich besser. Aber das Licht ein bisschen drehen. Da will ich erstmal hier rein. Hola, Scumbag. Okay, da durch die Tür komme ich nicht weiter. Und mehr Munition. Super. Ich traue der Decke irgendwie nicht. Ich hab da gemerkt, ne? Und hier durch die Tür komme ich nicht. Na, dann bleibt mir ja nur noch der Gang durch die Türe. Okay. Machen wir wieder zu, ja. Was nicht durch die Türe kommt, ist gut. Okay. What the fudge? Hört ihr auf! Sie übergibt sich. Sie übergibt sich? Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell.
Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Das kotzt die aus? So, wo kann ich denn jetzt hin? Hier rein komme ich noch nicht, oder? Ah, mehr Kraut für mich. Halt die Klappe. Hört ihr auf jetzt? Das hätte mich schon interessieren, ob ich jetzt da hinten rumkomme. Warte, hier kann ich jetzt die Tür aufmachen. So. Nur damit man dann auf der Karte sieht, dass ich da durchkomme. Genau, das wollte ich. Nee, hier komme ich nicht weiter. Tür nicht zugemacht. Ich mach die Tür mal zu. So, nur sicherheitshalber, ne? Ich weiß ja auch nicht, wie schnell die da jetzt die Munition rauspumpt da nachher. Was sie hinaufklettern. Mir geht's gut. Okay, die ist aber nicht sonderlich stark, die Knifte. Da brauche ich fast die Hälfte der Munition für einen so einen Onkel. Ist zu, ne? Okay. Gehen wir mal zu Ellen. Elaine. Hi, hast du was? Nein, du hast nichts. Schade. Du kleines Dreckschratzenkind. Thank you.
hab's doch gewusst, dass da einer runterkommt. Warum war ich denn so blöd? Alter, ich kann doch eine Pille nehmen, oder? Ah, nee, okay. Kann da tatsächlich raus? Gut, mach mal die Tür zu. Okay, das ist ein... Ah, ich krieg sogar auf der Uhr angezeigt, wie es mir geht. Okay. So. Da geht's eigentlich nur den Gang lang. Da geht's nur den Gang lang, ne? Bleib einfach unten. Oh, da kriegt man von jedem Geknurpsel oder so, kriegt man ja los. Was haben wir hier? Jawohl, wieder Muni. Und ein Kraut habe ich doch gerade gesehen. Jawohl. Puh. So, neue Umgebung, ein langer Gang. Links eine Tür und rechts eine Tür. Okay. Hey, du sollst nicht schießen. Okay, ist auch zu. Bombe mit Fernzünder? What the shoe? Drücke, um sie zu zünden. Alright. Das ist so eine Falle, oder? So, lass mich mal den Raum kurz so rum, okay.
weiß. Okay, die gefallen mir jetzt. Wieder mehr Munition, das ist gut. Flüssige Chemikalie. Das ist besser. Ja, die Flüssigbomben, die gefallen mir. Oder was? Nee. Hör mal auf, die ganze Zeit den Dinger da reinziehen zu wollen. Mia, Mensch. Ist irgendwas dabei? Nee, weiter. So. Sind hier. So, was war hier? Da und da. Okay, und da kann gleich hier einer ums Eck kommen. Ich möchte kurz erst noch ums Eck rumgucken. Okay, da steht keiner. Hier brauchen wir auch wieder so ein Ding. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Ach, Evi ist da hinten und ich muss da rein. Okay. Mach mal zu die Tür, Kollege. Mittel. So, lass mal gucken. Ich habe hier eine Tür, hier eine Tür. Und hier oben habe ich auch zwei Türen. Puh. Ich brauche mehr Ätzmittel. Hm. Okay. Na. Aber dann kommen wir jetzt durch die Tür von Evelyn. Hör mal auf. So, damit kommen wir jetzt rein. Überraschung. Kugelrunder Raum. Ja, wo sicher keine Molde drin sind. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist.
Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Da ist noch eine Tür. Okay, die ist zu. Und das Dreckschratzenkind ist wieder raus. Komm zu Mama. Evie, warte! Okay, liebe Leute, aber auf die weitere Suche nach Evelyn, das machen wir uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Resident Evil 7. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.